Ja, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Neuer Tag, neue, nee, neue Tour nicht, neue Folge. Wo kommt er auf einmal her? Okay. Ja, inzwischen hat es tatsächlich angefangen zu regnen. Wir sind ausgeschlafen und ich sehe gerade, wir brauchen auch dringend irgendwie eine Tanke. Von daher wollen wir mal sehen, dass wir vorankommen. Genau, Licht natürlich an. Und vor allem können wir jetzt mal gucken, ob sich hier wirklich was spiegelt. Bin mal gespannt, ob ich hier jetzt so rumkomme, ohne den da anzuramschen. Oh. Sieht gut aus. Dann wollen wir mal weiter Richtung Andorra. Wir haben noch 1062 Kilometer vor uns. Wollen mal schauen, ob wir die jetzt in dieser Folge komplett schaffen oder ob ich da nochmal zwei Teile von mache. So. Wenn alles ist, wie es ist, dann sollte sich jetzt bei Tageslicht vielleicht nicht ganz so, zu erkennen. Wir haben allerdings 17.55 Uhr. Dann sollte sich so einiges im Asphalt dann spiegeln. Und wenn nicht, dann fliegt der Mod eben raus. So, wollen wir mal gucken. Hat was Ungemütliches. So, die sind wieder unterwegs. Noch nicht ganz wach hier an der Stelle, wa? Mann, Mann. Das fängt ja schon wieder gut los. So, hier dürfen wir dann gleich raus. Das machen wir dann auch mal prompt. Können schon mal blinken, genau. Dann bin ich ja mal gespannt, wirklich, was das mit diesem Spiegelmod auf sich hat. Ja, über Nacht, wo wir gepennt haben, ist es dann wohl angefangen zu regnen. Vielleicht hört es auch wieder auf, wer weiß. Also bis jetzt sehe ich noch nicht so den Unterschied zum normalen, aber vielleicht ist das tatsächlich erst nachts. Ich weiß gar nicht, ich habe mir eben mit irgendwas den Finger verbrannt. Es tut lausig weh an der Fingerkuppe. Und wenn er damit dann jetzt Tastatur spielen muss. Jo. Ja, mit der Pro-Mods waren wir in dieser Ecke auch noch nicht. Ich bin ja mal gespannt. Ich meine, Andorra war sowieso schon recht geil. Was man da noch gemacht hat. Da können wir dann auch in unsere Garage fahren. Achso, tanken. Tanken nicht vergessen. Bloß das Tanken nicht vergessen. Nächste Tankstelle ist unsere. Unser Sprit und wehe den Tank an raus. Du hast kein Nummernschild. Warum fahren die hier eigentlich alle ohne Nummernschild? Ist doch gar nicht rechtens. Du auch keins, wa? Warum auch? Wieso habe ich überhaupt eins?
Da drüben haben sie schon wieder Windmühlenflügel durch die Gegend gefahren. Da vorne Big Big Elefantenrennen. Hoppala. Unsauber vergossen, aber sehr unsauber. Irgendwie fahre ich wie auf rohen Eiern. Ich weiß gar nicht warum. Es ist Aquaplaning. Guck dir die Scheiße an hier. Ja, ich weiß. Aber wenn es keine Tankstelle gibt, kann ich nicht tanken. Da macht sich echt das Wasser bemerkbar. Ich glaub's nicht. Das hätte... Uiuiuiui. Das hätte aber gepasst, so meine Herren. Ich glaube, ich sollte mal links rüberfahren. Dass ich für die keine Gefahr mehr bin. Sonst fahre ich denen noch ihre Geschichten klein und du bleibst, wo du bist. Ich habe mich echt schon in seinem Kofferraum gesehen. Meine Güte. Ich habe die Tanke verpasst. Ob ich mal böse bin? Ach, scheiße. Ein bisschen können wir noch. Nee. Ja, ihr habt gemerkt, ich war kurz am Überlegen, ob ich von der anderen Seite reinfahren soll, aber... Ich hoffe, wir schaffen es noch bis zur nächsten. Mann, da habe ich jetzt echt gepennt. Schrei noch rum, wir brauchen eine Tanke, wir brauchen eine Tanke. Mist, verdammter. Ja gut, sonst, ja. Sonst werden wir abgeschleppt, aber dieses Abschleppen kostet Zeit. Das mal ausprobiert, wie es ist ohne Sprit. Also das ist jetzt nicht so wild. Man wird abgeschleppt, kommt zur Werkstatt und dort hat man dann auch wieder ein paar Liter Sprit drin. Aber es kostet Zeit natürlich. Zeit, die wir nicht haben. Ihr wollt mich blitzen. Oder war das das Zeichen für Licht? Hm. Ja. So ist das Leben. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch eine Tanke. Mist, wie kann man nur so pennen?
Genève. Eigentlich müsste hier gleich irgendwo eine Tanke kommen, hoffe ich. Weil 840 Kilometer schaffen wir natürlich nicht mehr. Ei, ich hab's doch geahnt. Ich hab's geahnt. Weit und breit war nie ein Blitzer, aber jetzt ist auch lange her. In den letzten 2 oder 3 Folgen bin ich nicht geblitzt worden. Von daher, naja. Ich hätte trotzdem gerne eine Tanke. Ich hasse Regen, sagte ich das schon? Sollten die Leitplanken dran lassen. Ist jetzt aufgehört? Es hat aufgehört, oder? Ja. So, in 200 Metern gibt es eine Tanke. Ist mir jetzt auch eigentlich okay. Wir sind brav. Wir halten uns mal an die Abmachung. So, einmal Sprit fassen. Da ist alle Idiot. Da auch. Perfekto. Scheint auch noch alles heile zu sein. Also habe ich die Leitplanke vorhin wohl doch nicht erwischt. Das sah ja echt eng aus, ne? Okay, müssen wir mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. Mal ein paar Kilometer machen. Kilometer jetzt noch und jetzt kommen schon diese Feldwege hier. Eieieiei. Also ich weiß, dass ich damals auf dem Rückweg von Andorra über Barcelona, dass ich dort mächtig Probleme gehabt habe, was so den Lack anging. Das war also wirklich schlimm, aber es kann auch an einem Mod gelegen haben. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo ich wirklich so alle 10 Minuten abgekackt bin mit dem Spiel. 50, wollte wieder blitzen. Ich habe keine Zeit, ich habe Terminfracht. Es wird eng.
wird eng, es wird eng, es wird eng. Lyon. 706. Und ich wette, der muss nochmal pennen. Schauen wir mal. Drückt mal die Daumen, dass wir das alles so durchkriegen. Ja, ganz schön flott unterwegs hier, Mensch. Aber solange wir uns keiner entgegenkommt oder sowas, ist mir das relativ wurscht. Solange der Scania so schön um die Ecke zuckelt, bin ich bestens zufrieden. Das wird noch anstrengend genug nachher. Man sollte nicht durch jede Kurve so durchbügeln. Aber schön. Schöne Gegend. Schön entspannt und gleich wird es stockduster. Ja, und die Menschen, die hier leben, sind jetzt schon alle zu Hause. Da fährt keiner mehr. Da verirrt sich niemand mehr auf die Straßen. Das ist natürlich gut für uns, weil wir ungehindert durchfahren können. So, ein Kürfchen. Ach, läuft das alles geschmeidig. Ist herrlich, so gefällt mir das. Ich glaube, da geht's auf eine Autobahn. Ich wollte gerade sagen, jetzt 800 Kilometer. Nur über Landstraße, das wäre auch ein bisschen too much gewesen. Kommt er denn daher hinter mir? Ist der schon länger da? So, gut, bei dem bisschen Regen, was wir hatten, haben wir natürlich jetzt von Spiegelung nichts gesehen. Das wäre natürlich jetzt perfekt gewesen, ne? Aber okay. Mann, musst du uns ausbremsen, du Affe. Weißt zwar, dass hier 50 ist, aber deswegen musst du uns trotzdem nicht unbedingt auch vor die Nase fahren, Mann. Vor die Nase und dann Brummbremsen, ja. Unglaublich. Was? Will der in Urlaub? Ja, nu, fahr. Tu dir keinen Zwang an. Wir fahren auch. Wir fahren hier rum.
Wir fahren hier rum. Schön sinnig und sachte, ganz entspannt. Ich glaube, ab einer bestimmten Geschwindigkeit, auch im realen Leben, kann man beim Autofahren nicht mehr entspannt fahren. Weiß ich nicht. Also mir ging es zumindest immer so. Gut, wobei ich mit meinem Calibra 16V wesentlich entspannter unterwegs war als zum Beispiel mit dem Fiat von meiner Frau damals. Da hat man das Lenkrad ab 100 km/h schon festgehalten. So, wir können eigentlich auf dieser Spur bleiben. Und wir müssen gleich irgendwo so ein bisschen, so halb links müssen wir so. Obwohl, jetzt können wir rüber, ha? Ah, wie schön der vor sich hin tuckert. Und dieses leise Pfeifen vom Retarder. Herrlich. Oh, ich kann hier so durch. Von hinten kommt nichts. Automatik-Cash. Können Sie vom Konto abziehen? Hab eine Einzugsermächtigung dagelassen. Wird dann mal eben deine Vignette bei voller Fahrt abgescannt und dann passt das. Schöne dreispurige Autobahn, da ist jede Menge Platz für mich. Aber so die STVO hier im ETS 2, das ist so eine eigene. Linksabbieger haben Vorfahrt, man überholt rechts. Der zieht gleich bestimmt auch raus. Der ist aber, also an der KI haben sie was gemacht. Der Kollege da vorne, der ist also flott unterwegs. Vor ein paar Versionen soll ich noch bekommen. Die sind nämlich stumpf 80 gefahren. Dann kam man da auch dran und konnte die überholen. Aber mittlerweile haben die ihr Gaspedal auch gefunden. Beziehungsweise haben die Begrenzer höher gesetzt. Deswegen, da hast du dann natürlich ein Elefantenrennen vom Feinsten, wenn ich denn an den mal rankommen würde. Das wäre ja mal herzallerliebst. Ach ja. Aber, wenn ich mir das Bettchen von dem Herrn so anschaue, befürchte ich, dass wir die letzten 300 Kilometer, würde ich mal sagen, bestimmt noch eine Folge machen müssen. Ja, könnte so sein.
Ach, ich bin so richtig entspannt jetzt irgendwie. Kein Stress. Schön über die Autobahn cruisen. So, wir müssen... Ich hoffe, da versteckt sich keiner im toten Winkel, dann knallt's nämlich gleich. Ja, dann macht's mal gut. Ach nee, wie? Du bleibst bei mir? Du auch? Ich hab's doch geahnt. Ich habe es doch geahnt. Aha, bergan kannst du nicht so schnell, wa? Was ist überhaupt drauf für ein Zeug? Huckschlag, was ist das denn? Huckschlag GmbH, Ja, bergan geht nur mit dem Scania. So, da vorne ist dann wieder eine Mautstelle. Ey, du. Boah, hast du das gesehen? Ach, lassen Sie freundlicherweise gleich auf, das ist gut. Ey, wenn du uns jetzt irgendwas klein gemacht hast, da von unserem schönen Beton, ne? Freund, du, ich finde dich. Ich hoffe für dich, dass du dir nur deine Motorhaube kaputt gemacht hast. So, Parkplatz, Schreiter schon, ne, wa? Können noch einen weiter, wa? 400, aber für die 461 werden wir nicht schaffen. Der wird gleich, irgendwann wird er seinen Hals aufreißen. Nicht um uns zu zeigen, dass er an den Mandeln operiert ist. Was ist das denn hier? Sondern, dass er müde ist. Also dieser Parkplatz ist auch eine Stadt für sich, du, mein lieber Mann. Und auf Wegerkundung hier unterwegs ist, brauchst du 3 Tage, bis du die ganze Strecke abgefahren hast. Ich bin durch die Nachrichten auf dem Parkplatz verirrt. Unglaublich. Ich sollte rüber. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber es war nichts hinter uns. Schwein gehabt. Ja, ich würde fast sagen, nächster Rastplatz muss unser werden. Und ich hoffe, dass wir da noch genug Zeit haben, Mensch. Dass wir da jetzt nicht einmal zu viel geschlafen haben. Deswegen von mir nochmal der Tipp, wenn ihr eine Tour antretet, immer frisch und ausgeruht. Achso, fährt ganz rechts. Okay.
62.000 haben wir gerade wieder gekriegt. In weiser Voraussicht mal rüberziehen. Hätten wir gar nicht brauchen. Schon wieder eine Mautstelle. Die wollen es aber wissen hier. Meine Güte. Ich glaube, in einigen Ländern braucht man gar keinen Urlaub machen. Weil. Weil. Das Geld, was du dir aufgespart hast, so zum Ausgeben für den Urlaub, das brauchst du an Mautgebühren. So, jetzt müsste er eigentlich jeden Moment gähnen. Du wirst müde. Such dir einen Parkplatz. Wenn ich mit den Fingern schnipse, wirst du... Wenn ich mit den Fingern schnipse, wirst du hellwach sein. Und du wirst dich an nichts erinnern. So, komm, gib mir Parkplatz. Ich sollte. Bisschen rüber. Das war ein bisschen spät, aber hat noch hingehauen. Hier könnte man doch jetzt einen schönen Parkplatz bauen. Aber wenn du sowas suchst, dann kommt nichts. Ganz rechts überholen. So, da ist eine Mautstation und eine Werkstatt, aber da will ich jetzt nicht extra abfahren. Ich hoffe, dass auf dieser Strecke hier noch irgendwie ein Parkplatz kommt. Da vorne ist doch einer. Da! Na gut, jetzt fahren wir doch ein bisschen. Oh. Durch Zufall richtig gewesen, aber das ist jetzt Mist. Der Parkplatz, da vorne ist noch einer. Perfekt. Was sagen wir, ist aber jetzt Mist, weil der Parkplatz weg ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir hier jetzt getan haben, aber ich glaube, sind wir noch auf der gleichen Bahn wie vorher oder nicht? Oder? Naja, egal. Komm. Hier ist Parkbucht. Ja, halt die Goschen, Mann. Sind meine Bremsen schlecht? So, in diesem Sinne soll Schluss sein für diese Folge. Den Rest machen wir dann tatsächlich in der nächsten. Die letzten Kilometer. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Lasst ein Like da und ja, schönen Abend, schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht. Bye, bye.